Er ist wie so ein knuddeliger Bär, ey. Er ist wie ich. Ich finde seine Schuhe so cool. Keine Ahnung. Ja. Guck mal, dann kannst du auch theoretisch direkt danach... Da fährt einer. Kontaktiert... Nein. Du kannst doch irgendwo deine bescheuerten Münzen ausgeben, oder was? Sag mal, jetzt möchte ich aber wissen, ist dieses Trainingsteil hier? Oder da? Genau. Nee, hier ist nur der Garten. Ich stehe ja meditiere im Garten. Moment. Da steht, ich muss Level 5 erreichen, oder nicht? Stand das da nicht? Zwei Stunden meditieren. Ach, was hat er denn jetzt gemacht? Ist er denn auf Toilette gegangen? Was will er denn hier? Bitten, Haus zu verlassen, was? Warst du denn jetzt auf Toilette? Ja. Gut, okay. So unverschämt, ey. Aber das ist auch scheiße gebaut hier alles. So, Opa. Opa wird jetzt erstmal, ja. Wenn der jetzt nur steht, zwei Stunden meditieren, dann kannst du ja auch theoretisch hier hingehen. Du kannst erst wahrscheinlich auf Level 5 meditieren, oder? Ist es so? Dann solltest du vielleicht mal deinen kleinen Wunsch erfüllen hier und ein bisschen mit diesen Dingern trainieren. Schlagbretter trainieren. Genau. Die hast du ja eigentlich auch zu Hause, aber das machen wir heute einfach mal so. Wir benutzen ja, Eichenbretter. Einfach mal so. Gucken, wie es denn so aussieht, wie es sich weiterbringt. Ja, es ist halt irgendwo ein bisschen belastend gerade, dass das erst auf Level 5 geht mit dem Meditieren. Oder geht das auch so? Nee, das geht nicht so. Da muss ich schon irgendwo hinklicken und dann steht da Meditieren oder sowas. Und dann kriegt er die volle Konzentration. Liu Bei. Besonderheitenhändler, ja. Er verkauft doch diesen ganzen Dreck, ne? Objekte kaufen, das suche ich. Erstmal will ich Opa hier beobachten. Er hat den gelben Gürtel in Chinesisch. Keine Ahnung. Verbotene Stadt besuchen. Üben. Hat sich in der Hand verletzt. Ach, scheiße, er kann nicht. Aha. Oh, was ist das denn? Das kenne ich ja gar nicht. Was? Pemmi kann? Dieser energiegeladene Snack, dieser energiegeladene Snack gibt dir eine zusätzliche Energie, einen Energieschub und erzielt deinen Geschmacksknospen das letzte bisschen Feuchtigkeit, was? Ich habe davon gehört, glaube ich. Das sagt mir irgendwas, ich weiß noch nicht mehr was. Versand, was? Verstandsand. Auch wenn sie es nur ungern zugeben, verwenden manchmal selbst die erfahrensten Abenteurer Verstandsand zur Erkundung einer Gruft. Wenn du nicht weiterkommst, benutzt den magischen Sand, um hinter das Geheimnis der Gruft zu kommen, okay? Zaubertrank, flüssiger Mut. Hast du etwas Angst? Dann nimm doch mal einen Schluck hiervon. Kein anderer Trank bekämpft Feigheit so wirkungsvoll wie dieser hier. Okay. Aber ich sehe, hier gibt es auch noch andere. Wie viele Münzen habe ich denn so? Stunden, 600 sowieso. Ah, Visum-Level. Ja. Jetzt begreife ich. Ich brauche ein höheres Visum-Level, um
noch bessere Dinger hier zu kriegen. Okay, das ist gut zu wissen, sowas. Ja, Opa hat jetzt eine Handverletzung, das geht nicht. Aber er muss ja trotzdem irgendwie hier Dingens üben, also trainieren. In 3 Stunden kannst du dann endlich mal wieder die Bretter hier machen. Vielleicht nehmen wir dann etwas leichteres. Wieso geht's ihm denn gerade so schlecht? Hygiene, ja, das ist normal. Hätte ich ein Smartphone, könnte ich nebenbei so Sachen suchen, wie dieses Pemmican oder wie es heißt. Das hat mir irgendwas... Irgendwo habe ich das schon mal gehört oder gelesen. Irgendwas sagt mir das. So, Opa. Was bist du für ein Honk? Stellt sich da einfach so zwischen. Ach so, Paparazzi wahrscheinlich, ne? Ja. Opa in Asien. Hat er gerade gepupst? Ne, Gürtelprallen, so. Bist du jetzt erledigt? Durch unermüdliches Training und Disziplin hat Hans einen neuen Gürtel verdient. Hans Erwin, genau. Hans Erwin, genau. Ja, das Erwin oder Hans oder so, das lasse ich immer mal wieder gerne weg. Da ist ein Pott, da sitzt eine Omi drauf, das geht nicht. Da muss der mal gleich duschen gehen. Oh, hoppla. Ich bin einfach so reingeplatzt wohl. Oma, beweg dich. Ich muss duschen. Und kacken. Gleichzeitig. Ihhh. Warte, noch was zu essen? Ist jetzt erschöpft. Kann er jetzt gar nichts mehr machen? Trainieren? Nee. Kann er hier noch? Nee. Ist zu müde. Was tue ich jetzt gegen diese Müdigkeit? Gibt es da irgendwas? Hier, Essen haben. Also es gibt ja leider nichts, was ich da tun kann, dann. Es ist erst 16 Uhr, ey. Er frisst den Hundehaufen, ey. Hm, lecker. Lag ja auch nur 1000 Jahre in der Gruft rum. Oder so. Du möchtest in die verbotene Stadt gehen. Ja, ist das hier die verbotene Stadt? Ja, was gibt es denn da für schöne Sachen noch so zu entdecken? Was ist denn das hier? Das ist der Park, das ist das hier, und das ist... Ding ist hier, dieser Tempel, wo wir schon drin waren. So. Da gibt es ja wahrscheinlich nichts Neues zu entdecken. Allerdings weiß ich auch gar nicht, was hier sonst noch zu entdecken wäre. Er kann sich ja mal theoretisch hier ein bisschen umschauen. Ist das hier denn die verbotene Stadt oder wo ist die verbotene Stadt? Nee. Oder gibt es hier einen Ort, der verbotene Stadt heißt? Steht da was? Heiße Quelle. Tempel des Himmels. Drachen was? Drachenareal, okay. Diese wunderschönen Herbstbäume hier. Oh, guck mal da. Gibt Sachen zum Sammeln. Hey, wie wär's denn einfach mal? Ich latsch hier rüber und find vielleicht ein paar Dinge, die ich mitbringen kann. Vielleicht finde ich auch ein paar Samen, die ich mitbringen kann. Dann kann Malte was Neues pflanzen, was Interessantes aus Asien. Hier ist ein Brunnen, nicht, das wäre eine Gedenkstätte. Oh, guck mal hier, boah, angeln. Da mal angeln, ey. Malte wird so ausflippen. Was ist das hier? Hm. Vollmond, ja, nee. Sag mal, altert er eigentlich weiter dabei? Reisezeit steht hier nur, okay. Tag 2 von 5, alles klar. Ist ja wieder so ein Asiate. Ach ja, hat wahrscheinlich China so an sich, oder? Wo lang läufst du, hä? Warte mal eben, war da grad irgendwas am Leuchten oder so?
im Ozean spielen. Wo ist denn bitte der Ozean? Wo ist denn hier bitte der Ozean? Also ich sehe den Ozean hier nicht. Ja, Opa. Da ist hier wohl ein Fehler unterlaufen, wa? Hier oben kann ich auch nicht hin, okay. Kann ich denn da hin? Auf diese Reisfelder oder was da sind? Nee, es ist kein Reis. Das sah von oben nur so aus wie ein Feld. Was ist denn das? Keine Ahnung. Grünkohl. Ich weiß gar nicht, essen die in Asien Grünkohl? Ist jetzt nicht sowas, was jetzt typisch asiatisch wäre, oder? Ja, wo ist denn diese scheiß verbotene Stadt jetzt? Was ist das denn genau? Zufluchtsort. Himmelstempelgedöns. Die Terrakotta-Armee, ah ja. Was ist denn hier oben? Das ist auch noch ein schöner Ort irgendwie. Ausgraben, jo. Sag mal, ist das hier ein Grundstück? Hier oben wohnt einfach keiner. Fangen. Das ist ein Vogel oder so. Ja. Guck mal, hier sind auch noch so Sachen zum Sammeln. Das sind Käfer oder Schildkröten oder so ein Scheiß. Ich frage mich, wie kommen die Dinger hier hoch? Ne, das ist ein Käfer. Das ist eine Schlange. Und das ist ein Eichhörnchen. Ach so. Fang das Eichhörnchen, beiß rein! Genau. Opa beißt einfach so in ein fremdes Eichhörnchen. Das liegt daran, es ist ein fremdes Eichhörnchen. Wer es ihm vertraut, dann wäre es erlaubt. Genau. Hier oben sind Sachen. Oh, shit. Was hast du denn da Schönes gefunden jetzt? Zeig mal. Es ist Platin, Silber und ein Quarz. Ein einfacher Quarzstein. Wow. So, ich habe hier bestimmt voll viel verpasst, aber wo ist denn jetzt, wenn ich nicht... Ich weiß halt nicht, ob das hier die verbotene Stadt sein soll. Ich glaube nämlich nicht so richtig, dass das die verbotene Stadt ist. Hier oben ist jetzt Wohngebiet. Da ist ein Friedhof. Land der Ahnen. Verlassene Scheune. Steinbruchmäßig. Steht da irgendwas Genaueres zu? Als Folge der Ausgrabung des Verbots aus... Was? Was lese ich denn hier? Als Folge der Aufhebung des Verbotes können die Geheimnisse der verbotenen Stadt nun von allen Sims entdeckt werden. Möchte vergessene Wunder in der verbotenen Stadt erleben. Ja, wenn ich die mal finde, wenn ich so schlau bin, ich weiß es ja nicht. Die Terrakotta-Armee. Aha. Krass. Da wollen wir jetzt aber irgendwie nicht hin. Opa rennt hier quer durch die Pampa. Ist müde. Ohne Ende. Was ist denn dieses hier? Wohnt da einer? Nee. Da wohnt keiner. Das ist ein Haus. Da kann man theoretisch wohnen, lol. Ich will da aber nicht wohnen. Ich würde nicht mal in China wohnen wollen hier. Camp Orchidee. Ja, ich find's gerade irgendwie nicht, weil ich irgendwie haben doof bin, glaube ich. Ein Relikt. Wow. Wo ist es denn? So.
Vielleicht sehe ich es gerade gar nicht. Zombies. Was ist denn das für ein krasser Scheiß, der da drin zu finden ist, ey? Eichhörnchen, komm mit. Das snackt er sich einfach. Und die Schlange auch. Totgewürgt, keine Ahnung. Oh nee. Opa hat eine Schlange gefunden. Und zwar außerhalb seiner Hose. Und das war nicht seine eigene. Ab nach Hause, Alter. So. Wo ist denn jetzt die Scheißschlange hier? Königsnatter. Hm. Ich finde, er geht komisch. Ja, ich weiß, du bist müde. Wassertaxi. Wow. Wo ist er denn? Da. Da ist der Weg nach Hause. Ja, würde ich sagen, geh erstmal pennen hier. Was macht die da drüben? Party? Auf 12 Quadratmeter? Keine Ahnung. Morgen früh sollte Opa erstmal sich was zu essen machen. Pfannkuchen. Mittlerweile ist er nicht mehr so schlecht im Kochen, würde ich sagen. Hier ist er arbeitslos, ja. Zu Hause ist er Schriftsteller. Das ist ein etwas enttäuschender Urlaub heute. Letztes Mal war es ein bisschen schöner. Finde ich gerade so ein bisschen... weiß ich nicht. Nicht wegen dem ganzen Quatsch hier, sondern wegen dem ganzen Training, was ich mir jetzt erstmal antun muss, bevor überhaupt irgendwas geht hier. Ja, das kannst du später machen, oder? Ja, weiß ich nicht. Nee, komm, lass. Ist das hier irgendwie gebrannt oder sowas? So, schnell, du bist am Verhungern. Also bist du fertig von deinem Training? Schon Tag 3. Oh nein, hat die Königin oder was weitergesucht? Oh. Beide weg, schade. Da ist mein Eichhörnchen, ich hab's gefunden, ich hab's gesehen. Das heißt, die Nana muss auch irgendwo in der Nähe sein, oder? Man verliert die Dinge einfach unterwegs. Wo ist denn der Eichhörnchen jetzt? Er sitzt auch weg. Schade. Ich hätte sogar ein asiatisches Eichhörnchen mitgenommen. Ja, ist doch was, ey. Ach, du doofer Opa. Ja, dann machst du dir halt hier nur einfaches Müsli nehmen, so. Was ist das? Nach Hause zurückkehren, kein Bock mehr auf Urlaub. Ich hab Hunger. Ich sterbe hier fast vor Hunger. Hungerigkeit, genau. Was ist denn das hier von alter Saft? Auf. Nee. Ach, das sind seine Schuhe, ich wundere mich schon. Ja, wir brauchen ja irgendwo was zu snacken, ja, so. Und ich würde mal sagen, erstmal, du gehst mal eben hier runter und kaufst mal eben was ein.
theoretisch, es ist doch die verbotene Stadt. Warum ist das denn die verbotene Stadt hier? Wieso ist die verboten? Verstehe ich nicht. Und warum hat das vorher nicht getriggert, ey? So, wo kriege ich denn jetzt was zu snacken? Wahrscheinlich hier. Auf. Hallöchen, ich hätte gern was zu mitnehmen, bitte. Mal, gibt's hier Fertiggerichte? Dinge, die ich einfach so unterwegs snacken kann? Irgendwas Einfaches? Obstpunsch, nee, Ananas. Ananas Light, natürlich. Stücke Bursachsorte. Nee, nur 5, danke. 5-mal ein kühles. Das heißt einfach ein kühles. Oh, guck mal, Kokosnusssaft. Das gönnt er sich auch noch. Ja, komm, kauf. Kriege ich zufällig hier? Dingens? Diese Unterwegsdusche? Nee, hier kriege ich Antiquitäten. Stuss. Ja, aber dann hier kriege ich doch bestimmt das Zeug, ne? Hier, ich brauche unbedingt ein so ein Ding. Helfen Sie mir, ich brauche so ein Ding. So ein Express-Duschteil hier. 600 irgendein, Alter. Feuerwerk. Ja, das kann man sich mal gönnen, wa? Was kann ich mit dieser Truhe genau anfangen? Egal, ich kaufe mir jetzt eine. So. Kaufen. Ach scheiße, ich hätte den Wunsch vorher aktivieren sollen.